Heute in genau 2 Wochen ist Valentinstag und schon zuvor dreht sich in Kottingbrunn alles um die Liebe. Dafür sorgt ein Musical, das dort jetzt als Österreich-Premiere zu sehen war. Es heißt I Love You Because, also ich liebe dich weil. Und damit feiert die Kottingbrunner Kulturszene auch ihr 20-jähriges Bestehen. Die Stadt funkelt voll Pracht, denn Samstagabend erwacht mein New York. Catherine wartet. Singles in New York, alle auf der Suche nach Geborgenheit, nach Liebe. Doch diese Suche läuft nicht immer ganz problemlos ab. Na komm schon, spuck's aus. Ich finde, wir sollten eine feste Beziehung eingehen. Schluck's wieder runter. Als Vorlage für diese musikalische Liebesgeschichte diente das Buch Stolz und Vorurteil der britischen Schriftstellerin Jane Austen. Ja, nicht jetzt, ich will den Liebesschwur, nur ja, nicht jetzt. Kannst du das akzeptieren? Die Geschichte der Jane Austen war, Frauen sind in der Gesellschaft untergeordnet. Die haben keinen Job, die haben kein eigenes Einkommen, sind daher von Männern abhängig. Das ist verwirrend, du bist interessant. Diese Situation ist heute natürlich anders und das will das Musical zeigen. Singt es, Mädels. Warum wir suchen, man muss sein Glück versuchen. Sucht weiter, obwohl man nicht mehr kann. Für die Darsteller sind oft die Gemeinsamkeiten mit den Charakteren die größten Herausforderungen. Also dass mir die Rolle sehr ähnlich ist, das war schon, da musste man so, ach scheiße, das ist mal privat, ach schon passiert, ach, so würde ich auch reagieren. Das war dann, ja, manchmal Knackpunkt. Ist weg, er ist fort. Und natürlich beschäftigt das Thema des Musicals die Liebe auch abseits der Bühne. Zwingt mich umso mehr, nur noch an ihn zu denken. Ich denke, dass es durchaus eine Liebe für jeden Einzelnen gibt, die für einen selber wahr ist. Und das weiß man manchmal gar nicht im Vorhinein, sondern findet es erst heraus. Die wahre Liebe kommt, wenn man sie am wenigsten erwartet, glaube ich. Und oft ist es auch so, dass man sich denkt, oh, was? Und die Person hätte mich ja nie verliebt. Also es ist oft sehr überraschend. Ich liebe dich trotzdem. Zu sehen ist das Musical noch bis 20. Februar. Ich liebe dich, weil... Julia Ernsthofer und Otto Stangl waren für uns bei der Premiere dabei.